Maschinen können alles werden, was du bist. Wir können Maschinen bauen, die von Natur aus intuitiv sind. Du wirst feststellen, dass du über das Leben sprachlos sein wirst. Bewusstsein ist die Essenz des Lebens. Manche Leute sagen, wir werden Bewusstsein in eine Maschine einbauen. Namaskaram, Sadhguru. Experten sagen, dass menschliche Intuitionen im Wesentlichen biochemische Reaktionen unseres Körpers sind. Wenn das so ist, kann eine künstliche Intelligenz dazu gebracht werden, menschliche Emotionen zu erzeugen. Sind menschliche Intuitionen wirklich biochemische Algorithmen oder sind sie etwas Tiefgründigeres? Wow, wow, wow. Nun, hat menschliche Intelligenz etwas zu tun mit biochemischen Aktivitäten, die in unserem System stattfinden? Activity that's happening in our system. Absolutely. Absolut. Well, when you know today that Nun, heute, wenn du weißt, dass, ob du mental ausgeglichen oder unausgeglichen bist, du stabil oder instabil bist, du klar oder unklar in deinem Verstand bist, es eine chemische Grundlage hat, oder sogar wenn du glücklich oder unglücklich, liebevoll oder nicht liebevoll bist, freudig oder elend, alles hat eine chemische Grundlage. Eine Möglichkeit, das zu verstehen, ist, es ist alles eine Frage der Intelligenz. Right now, as you sit here, or wherever you sit. Jetzt, wo du hier sitzt oder wo auch immer du sitzt, ob du diese Erfahrung, hier zu sitzen, schön oder hässlich machst, ist eine Frage der Intelligenz. Und es ist auch eine Frage der Chemie. Sie sind nicht verschieden. Es ist völlig falsch, Intelligenz als Gedanken zu verstehen. Gedanken sind nur ein kleiner Ausdruck von Intelligenz. Das ist ein Irrtum, den moderne Gesellschaften begangen haben. Denn das moderne Bildungssystem hat die Menschen glauben lassen, dass Denken die einzige Form der Intelligenz ist. Wenn Denken die einzige Form der Intelligenz ist, wirst du es naturgemäß so verstehen, dass das Ansammeln von Daten, die Analyse der Daten und die Projektion dieser Daten entsprechend deiner Analyse Intelligenz ist. Nun, das ist ein Prozess, den jede Maschine durchführen kann. Jetzt fängt man an, das zu verstehen, dass selbst der komplexeste Gedanke, den man für phänomenal hält, heute von einem Computer mühelos ausgeführt werden kann. Siehst du, ein einfacher Taschenrechner kann mehr Mathematik, als dein Lehrer kann. Dein Computer kann viel mehr Mathematik, als ein jeder Mathematiker kann. Es ist also offensichtlich, dass das, was du für einen sehr schwierigen intellektuellen Prozess gehalten hast, von einer Maschine sehr viel leichter verarbeitet wird, als du dir vorstellen kannst. Jetzt argumentieren Leute, aber Mathematik ist eine Sache, Literatur ist eine andere Sache, Musik ist eine andere Sache. Nun, ich sage dir, ob es Literatur oder Musik, die eher, wie soll ich sagen, als ein sich Ergießen des menschlichen Herzens gesehen werden, selbst das kann von einer Maschine gemacht werden. Nun, wir haben vielleicht noch immer keine Maschinen gebaut, die gut genug sind, um das zu tun, aber du wirst sehen, in den nächsten 25, 50 Jahren vielleicht, ich weiß nicht wie lange, aber es wird unweigerlich passieren. Man kann es nicht vorhersehen. Oder wahrscheinlich werden sie noch perfekter sein. Das also zur Intuition. Das Erste, was man über Intuition verstehen muss, ist, dass Intuition keine andere Stufe von Intelligenz ist. Intuition ist einfach nur eine andere Ebene des Berechnens. Das heißt, sagen wir, lass es mich für euch sehr vereinfacht ausdrücken, nur zum besseren Verständnis. Right now,
Nehmen wir jetzt mal an, du hättest ein Kind oder du hättest einen Säugling, der nur in einem Zimmer aufgewachsen ist, nie die Außenwelt gesehen hat. Plötzlich bringst du ihn hinaus und zeigst ihm diesen Baum. Weißt du, was er macht? Er sammelt Daten. Farbe, Form, die Art, wie er sich bewegt, die Art, wie er ist. Er nimmt einfach Daten durch seine Sinnesorgane auf. Lass ihn diesen Baum ein paar Minuten lang beobachten. Sagen wir, er ist nach einiger Zeit groß geworden und du bittest ihn, sagen wir, einen Baum zu malen. Sehr wahrscheinlich wird er ihn zu fast 90% richtig wiedergeben. Jetzt ist aber der Prozess der Assimilierung des Baumes in seinem Kopf nicht logisch. Er sagt nicht, das Blatt ist 5 × 7 cm groß, die Farbe ist dieser Grünton, was eine Kombination aus dem und dem und dem ist. Nein, es gibt keine logische Assimilation, es ist intuitiv. Einfach so entsteht das Bild in seinem Kopf, weil alle Daten da sind, verarbeitet sind und alle Schritte von 1, 2, 3, 4 übersprungen werden und es einfach dort ankommt. Intuition bedeutet also nur, dass dein Rechenprozess so beschaffen ist, dass du nicht jedes Mal den logischen Prozess durchläufst. Intuition bedeutet also, dass dein Rechenprozess die logischen Schritte überspringt und zu einer Antwort gelangt, was definitiv eine vernünftigere Art ist, dein Leben zu führen. Ist das nur ein biochemischer Algorithmus? Nun, ich würde sagen, zu 100% ja. Wenn wir also von einem biochemischen Algorithmus sprechen, dieser befindet sich in einem ständigen Fluss, man kann ihn so einstellen, wie man will. Durch Gene, durch Kultur, durch äußere Einflüsse ist es auf eine Weise eingestellt. Aber wenn man bewusst ist, kann man es auf eine andere Weise einstellen. Sind es also nur biochemische Algorithmen? Wenn du sagst, es ist nur, dann denkst du, bin ich nur ein mechanischer Prozess? Nun, es gibt einen Mechanismus. Die Frage ist nur, ob dieser Mechanismus bewusst ausgeführt wird oder nicht. Jetzt gibt es einen Intellekt, es gibt eine intuitive Dimension, darunter gibt es tiefere Ebenen der Intelligenz, die Grundlage für die Machart der Schöpfung selbst ist. Die eigentliche Quelle der Schöpfung, diese Intelligenz ist auch in dir eingebettet. Die Frage ist nur, auf welcher Zugangsebene bist du? Jeder hat so einen Arm, richtig? Kann nun jeder seinen Arm auf die gleiche Weise benutzen? Nein. Verschiedene Menschen benutzen ihn auf unterschiedliche Weise. Jemand ist ein Ballspieler, er benutzt ihn auf eine Weise. Jemand ist ein Schriftsteller, er benutzt ihn auf andere Weise. Jemand ist ein Künstler, er benutzt ihn auf eine andere Weise. Jemand ist ein Yogi, er benutzt ihn auf eine andere Weise. Denn du hast bestimmte Aspekte des Lebens herausgefunden. Jemand anderes hat einen anderen Aspekt des Lebens herausgefunden. Je nachdem, wie du dich einsetzt, dementsprechend verändert sich dein biochemischer Algorithmus ständig. Er ist kein festgesetzter Prozess. Nun, es gibt bestimmte Voreinstellungen, denn sonst wirst du keinen Ausgangspunkt haben. Wie ich schon sagte, Genetik, kulturelle Einflüsse, Sanskriti, das ist generationenübergreifendes Lernen, das in dir geschehen ist. All diese Dinge zusammengenommen, es gibt einen bestimmten Algorithmus, aber er ist nicht festgesetzt, er ist flüssig. Du kannst ihn jeden Moment deines Lebens verändern. Also deine Intuition, welche Art von Intuition hast du? Die Leute raten nur die ganze Zeit und denken, es sei Intuition. Nein. Wenn du Intuition entwickeln willst, musst du als erstes lernen, wie man einfach hier sitzt, völlig aufmerksam und an nichts denkt. Jemand hat mich gefragt, Sadhguru, wenn du Motorrad fährst, woran denkst du dann? Warum zum Teufel denke ich an irgendetwas? Ich fahre bloß. Deshalb bin ich noch am Leben. Denn die Risiken, die ich auf zwei Rädern eingegangen bin, ich lebe noch, weil ich keinen verdammten Gedanken habe. Wenn du weißt, wie man einfach hier sitzt,
alert, aufmerksam, but unthinking. Aber ohne zu denken. Oh, how is that possible? Oh, wie ist das möglich? Ich frage, wie ist es für dich möglich zu denken? Während hier draußen so viel passiert, wenn du dem Aufmerksamkeit schenkst, wirst du nicht denken. Der wichtigste Aspekt des Lebens ist also deine Aufmerksamkeit, nicht deine Gedanken. Das ist es, was ein Kind getan hat, das den Baum zum ersten Mal sah. Aufmerksamkeit. Wenn deine Aufmerksamkeit die ganze Zeit an ist, ohne irgendwelche Urteile darüber, was dies ist, was jenes ist, einfach Aufmerksamkeit, kein Gedanke, nur Aufmerksamkeit, wirst du auf natürliche Weise intuitiv werden. Menschliche Aufmerksamkeit kann jede Tür im Universum öffnen, aber die Aufmerksamkeit sollte frei von urteilenden Prozess werden. Das bedeutet, dass du anhand der begrenzten Daten, die du angesammelt hast, nicht alles um dich herum beurteilen solltest. Denn selbst wenn du glaubst, dass du alles weißt, sind die Daten, die du angesammelt hast, sehr, sehr begrenzt. Wenn du diesen Baum ein ganzes Jahr lang beobachtest, den gesamten Prozess des Abwerfens der Blätter und neue Blätter wachsen lassen und alles andere, dennoch sage ich dir, weißt du noch nicht einmal einen kleinen Prozentsatz dessen, was dieser Baum ist. Wenn du den biochemischen Algorithmus dieses Baumes verstehen willst, wissen wir nicht, wie lange du brauchen wirst, um das zu erfassen. Nun handelt es sich hierbei um einen viel, viel komplexeren Mechanismus als den Baum. Also definitiv, wenn du dem ein Leben lang Aufmerksamkeit schenkst, ist das, was du weißt, immer noch sehr wenig. Aber wenn du immer bewusster wirst, bestimmst du auch die biochemischen Algorithmen. Das bedeutet, du bestimmst die Natur der Erfahrung. Aber jetzt war die Frage, können wir derartige Maschinen bauen? Ja, wir können. Wir können Maschinen bauen, die für uns rechnen. Wir können Maschinen bauen, die für uns Geschichten schreiben. Wir können Maschinen bauen, die für uns Musik machen. Wir können Maschinen bauen, die von Natur aus intuitiv sind. Das ist also eine sehr berechtigte Frage. Das ist eine Frage, die tiefgründiger betrachtet werden muss, als nur über Intuition oder Gefühle zu sprechen. Es muss als ein Lebensprozess betrachtet werden, denn ein Lebensprozess ist so, dass es keine Trennung gibt zwischen Intelligenz, Intuition, Gedanken, Herzschlag, Leberfunktion, Nierenfunktion oder was die Milz tut, was das Gehirn tut. Da gibt es keine Unterscheidung. Es ist eine nahtlose Funktion. Es auf diese Weise zu erfassen, ist das Wichtigste. Nur dann wirst du das Leben kennen. Nur dann wirst du das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren. Nur dann wirst du feststellen, dass du sprachlos über das Leben sein wirst, weil es kein Wort gibt. Was gibt es? Gibt es ein Wort? Gibt es einen Wortschatz, um ein derartiges Phänomen zu beschreiben? Es gibt kein Wort, um zu beschreiben, was Leben ist. Worum es dabei geht, es gibt keine Schlussfolgerung. Wenn es kein Wort gibt, gibt es auch keine Schlussfolgerung. Wenn es keine Schlussfolgerung gibt, gibt es auch keinen Tod. Das ist der Weg der Befreiung. Ich weiß, du hast eine einfache Frage darüber gestellt, ob Maschinen so werden können oder nicht. Maschinen können alles werden, was du bist. Können alles tun, was du tun kannst, wahrscheinlich besser als du. Wie du weißt, machen sie Dinge besser als du. Das Einzige ist, sie können nicht Bewusstsein werden. Nun, einige Leute sagen, wir werden Bewusstsein in eine Maschine einbauen. Das wird nicht passieren, denn das ist Leben. Was du als Bewusstsein bezeichnest, ist die Essenz des Lebens, das, was nicht beschrieben werden kann. Für das, wofür wir kein Wort haben, um zu sagen, was es ist, das, was diese unbeschreibliche Kraft ist, die alles geschehen lässt, das wird in einer Maschine nicht passieren, zu 100%.